gibt es ein ganz spezielles Video. Und zwar werden wir heute dieses Boyfriend does my Make-up Video machen. Wir haben ja schon einen Gast da, der heute mein Make-up machen wird. Ich bin gespannt. Ja, ich würde mal sagen, wir starten damit, dass du dir die Sachen herrichtest, die du brauchst. Ich habe aber keine Ahnung, was ich brauche. Sonst kann ich dir nicht helfen. Okay, ich nehme mal die Brille ab. Ist, glaube ich, am besten, man sieht ja nicht, was ich mache. Also wir starten mal mit einer Color Correcting Cream. Mhm. Soll ich mir die Haare vielleicht so machen? Ja. Musst du mir jetzt sagen, was ich machen kann? Nicht weinen. Nee, okay. Jetzt habe ich einen Pinsel, deshalb. Ja, das schaut ja schon ordentlich aus. Ja, gut. Also dieser Color Correcting Cream ist dafür gut, damit ich die Augenringe wegkriege und wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendetwas mache. Ah, dann müssen wir noch den Leuten präsentieren, was du machst. Was mache ich? Jetzt, nein, ich muss ja ab und an reingucken, okay, damit die wissen, was ich mache. Was ich mache? Okay, jetzt ist dein Kinn ziemlich blass. Ist das angenehm? Ja. Ja? Ja. Aber schön so. Perfekt, perfekte Foundation. Das hätte ich nie was anderes gemacht. Was magst du als nächstes machen? Weiß nicht, was macht man als nächstes? Das sage ich dir nicht. Du kreierst heute dein Werk. Also sag du, was du machen willst. Mit was mache ich die Augenbrauen? Ich würde sagen, fang mit einem Eyeshadow an. Ein Eyeshadow? Oder ein Augenbrauenstift. Kannst du auch nehmen. Ist das ein Augenbrauenstift? Ja, das ist einer. Ja? Mhm. Das ist ein Augenbrauenstift. Ja. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay. Du liebst mich, du liebst mich. Das bringt ja gar nichts. Wieder aufdrückst. Okay. Am coolsten an diesem Augenbrauenstift finde ich eigentlich, dass du deinen eingebauten Kampf-Nasenhaare hast. Bitte was? Ja! Okay. Ja. Oh Gott. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Und wie tust du dir so? Also eigentlich ist das ein Trick. Jetzt kommt ein Lidschatten wahrscheinlich, oder? Ich sag ja, aber was für einen Pinsel verwende ich dafür? Steht das da oben? Da steht nirgends da oben, was das für ein Ach komm, ich weiß doch ganz genau, dass es da oben steht. Du Fiber Eye Brush. Zum Glück steht auch auf den Paletten Eyeshadow oben. Zeig doch in die Kamera, was ja du auch verwendest. Okay. Ich bitte dich, deine Augen zu schließen. Wir wollen heute noch ins Kino und du gehst genauso wie ich dich schminke ins Kino. Was gehst du? Obwohl, was kriege ich dafür, wenn ich so ins Kino gehe? Ein Kuss. Ein Kuss? Okay, na gut, ein Kuss ist okay. Ja, das Make-up ist genial, ich meine. Du solltest öfters Orange und Lidschatten dran, das steht ja. Siehst du, ich kenne mich aus mit Farben. Zeig dich mal kurz in die Kamera. Augen zu. Ah, ja. So, das war jetzt aber nur die erste Farbe, denn ich verblende das jetzt. Verwende ich da den gleichen Pinsel? Alter Falter. Sag ich nicht. Ich verwende einen Pinsel. Wie machst du das immer? So. Ich verwende einen Pinsel. Man will sagen, dass es ein passender Pinsel ist. Was ist an dem Pinsel nicht passend? Der passt. Er hat Haare und ich kann damit im Gesicht malen. Jetzt verwende ich das Grüne hier, weil ich finde gelb-grün, das ist so frisch, das ist so frühling. Das haut was. Okay. Und so. So, vorsichtig. Hast du mir gerade Vollgas ins Gesicht gepustet, oder? Ja, ich musste diese Partikel da wegpusten. Wenn ich das jedes Mal machen würde, wenn ich mich schminke. Okay.
So, ich verwende jetzt noch einmal diesen Samantha Chapman Pinsel Duo Fiber Eye Brush. Denn es wird jetzt dreckiger. Ich putze ihn zuerst natürlich. Das mache ich immer am Kunden. Der Kunde ist immer dankbar dafür, wenn ich auf ihn putze. Und jetzt für den kleinen Pep, damit die Augen ein bisschen mehr betont werden, etwas Rötliches. Das ist pink. Das ist nicht rot. Es ist rötlich. Es ist rötlich, okay. Okay. So, bitte zeig dieses Werk. Bin ich im Bild? Ja, du bist im Bild. Wunderbar, wunderschön. Genau, Frühlingsherbst, genau das Richtige für diese Jahreszeit da draußen. Ich würde sagen, mit den Augen sind wir fertig. Nein, ich mache jetzt just Rouge. Ich verwende einfach diesen Samantha Chapman Pinsel, weil der steht alles immer ganz genau oben. Warm. Warm, aber noch nicht heiß. Nein. Heiß? Heiß. Heiß, okay. So, jetzt verwenden wir wieder etwas Rötliches. Es ist rosa. Es ist rötlich. Okay, gut. Rosa, rötlich. Du musst mir unbedingt aufschreiben, wie du das geschminkt hast. Ich muss das unbedingt festhalten. Nein, noch so ein bisschen so Duckface. Verhungertes Duckface. Nur lachen. Das ist nicht lustig. Okay. Warum habe ich das dunkle Gefühl anhand der Farben, dass ich danach aussehe wie ein Kolibri? Kolibris sind schön. Wally. Ja. Kannst du den Leuten gleich was vorsingen? Soll ich? Frag sie mal. So, wie funktioniert das? Das ist zum Hartkonturieren. Das ist, wenn du so richtig... Okay, ja. Vielleicht tippe ich das ja. Dann sag den Leuten was doch am Ende. Ich verwende einen Pinsel von NARS. Der ist flach. Ist eine Kabuki Brush. So. Das ist ein Heavy Metal Pinsel. Okay. Hart. Ich verwende noch einmal diese rötliche Farbe. Dieser Kabuki-Brush nimmt so gut wie gar nichts davon ab, weil ich sie wahrscheinlich komplett falsch verwende. Wieso nimmt ihr nicht so? Die hat schon längst aufgenommen. Ja, aber das ist doch nichts, damit kann ich nichts machen. Guck doch mal. Die ist vollgesogen mit Rouge. Ja, vollgesogen wäre es, wenn es bis da nach unten wäre. Das kann aber so. Okay, dann mach noch mal verhungertes Duckface. Das ist sogar richtig gut. Das ist aber nicht dein Ernst. Was? Wieso? Okay, es ist nicht okay, so schlimm. Nein, es ist dein Werk. Nein, es ist nicht so schlimm. Denn ich verblende es jetzt. Ich will aber diese harte Kante erhalten, denn darauf kommt es ja an. Das schaut in echt gar nicht so schlimm aus wie auf Kamera, merke ich gerade. Auf Kamera schaut das richtig schön aus. ja gut, ich glaube, es ist zu spät, um es zu retten. Machen wir einfach weiter mit den Lippen. Überlegt, ich verwende jetzt einen MAC-Lippenstift. Schaut aus wie jeder andere und das ist Morange. Ist das nah genug? Ich gucke ja öfters zu, deswegen weiß ich, wie das geht. Und deswegen verwende ich jetzt einen Lippenpinsel. Voll brav, wie du zuguckst. Ja. Nicht schlecht. Ah ja, okay.
Okay, ich hab schon aufgehört. So, sorry? Ja? Vielleicht bin ich nicht der beste Make-up-Artist der Welt, aber ich bin ein sehr guter MacGyver. Was du dir konzeptionell hast, den Leuten nicht gezeigt, dass du konstruiert hast. MacGyver hat es auch nie gezeigt. Okay. Gut, ich habe den Lippenpinsel genommen, habe einen Kleenex genommen, den Lippenpinsel ins Kleenex reingesteckt. Und jetzt habe ich ein Wattestäbchen, ganz fein und zart. Viel besser gleich. Und, wie gefällt dir dein Werk? Ich hätte dann auch Augen aufhören sollen. Ich verwende den IQ Eyeliner. Was ist das auf meiner Nase? Meine Hand. Okay, gut. Was soll es sonst sein? Da war irgendwas was Komisches. Geht schon. Ja, meine Hand. Okay. Okay, ich muss aufstehen. Geil. Wo bist du? Oh Gott, nein, das schaffe ich nicht. Okay, alles gut. Irgendetwas. Okay. Okay. Konzentration. Dann mach nicht solche Sprüche, dann mach ich auch nicht so. Darf ich sie ansehen? Ja, sicher. Ich schaue auch nur aus wie ein Clown. Wunderschöner Kussmund. Ich finde, du hast das auch sehr gleichmäßig. Total gleich. Mama, guckt euch mal das an. Hier. Das nenne ich Kunst. Hier ein bisschen kürzer, hier ein bisschen nach unten. Wirkt wie dieses weinende Auge. Wie heißt das? Das lachende und das weinende Auge. Ja. Das war ja auch meine Absicht. Genau so! Ich will eine Message an die Leute da draußen. Bist du fertig? Ja! Ja, habt ihr das gesehen? Ich will eine fachmännische Kritik bitte haben. Ja, bitte. Unten in der Box. Du schaust wunderschön aus. Danke. So, liebe Leute, das war mein Boyfriend, das ist mein Make-up-Video. Ich kann nur sagen, mir gefällt sein Make-up wirklich sehr gut. Es ist sehr professionell und ich finde, er sollte die Karriere als Make-up-Artist anstreben. Wenn ihr auch dieser Meinung seid oder sein Werk super toll findet, hinterlasst ihm doch einfach einen Kommentar da hier in der Box. Er wird sicher auch mitlesen und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Falls euch mein wunderschön professionell geschminktes Make-up gefallen hat, ihr aber doch vielleicht lieber Profi-Tipps haben wollt, solltet ihr das letzte Video von Soraya anschauen oder die Make-up-Basics-Serie. Und wenn das alles hinter euch ist, dann abonniert sie doch einfach.